Ich bitte unsere Referenten und unsere Diskutantinnen, hier schon mal Platz zu nehmen, damit wir direkt weiter diskutieren können. Bitte, bitte. Ganz kurz, wer sich jetzt fragt, wer ist das? Mein Name ist Basanta Tapper. Ich promoviere an der Uni Potsdam als Verwaltungswissenschaftler zu Big Data Analytics in der öffentlichen Verwaltung. Insofern geht mein Herz auf bei den Diskussionen, die hier im Moment laufen. Genau. Und wer genau aufgepasst hat, stellt auch fest, wir haben zwei neue Gesichter auf der Bühne. Zum einen haben wir hier Frau Saskia Esken, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg, staatlich geprüfte Informatikerin, habe ich gelesen, insofern hervorragend geeignet für dieses Plenum und beschäftigt sich auch im Bundestag als Mitglied in den Ausschüssen Bildung, Forschung, Technikfolgenabschätzung und digitale Agenda mit genau unseren Themen. Und ganz spontan haben wir auch noch Frau Anke Domscheit-Berg hier, auch frisch gewählte Bundestagsabgeordnete für die Linke und ich denke mal allen, die sich in den letzten Jahren mit Digitalisierung und Netzpolitik beschäftigt haben, ein Begriff. Genau, dann kurz für Sie allen, die Fragen unter den Nägeln brennen. Wir werden am Ende dieser Diskussion ein paar Minuten für Fragen einräumen. Insofern merken Sie sich diese und wir leiten das dann nochmal ein. Ja, und nachdem die Referenten schon lange gesprochen haben, würde ich zunächst unseren Diskutantinnen das Wort erteilen. Und da wir hier den lustigen Zufall haben, zwei Bundestagsabgeordnete sitzen zu haben, einfach mal die Frage: Wie blicken Sie als Angehörige der Legislative auf die hier aufgemachten Szenarien? Freuen Sie sich schon auf den automatischen Vollzug der von Ihnen verabschiedeten Gesetze oder haben Sie Sorge, dass Sie bald überflüssig werden? Genau, wieso eigentlich Parlament und wieso eigentlich Regierung, geht doch alles automatisch. Nee, ich bin zunächst mal sehr dankbar, dass ich hier sein darf, weil ich sehr, sehr interessante Einblicke nochmal bekommen habe in Gedanken, die wir uns nicht nur in der Politik machen müssen, sondern die Wissenschaft auch weiter für uns vorantreiben muss, um dann tatsächlich auch in diesem Zusammenhang evidenzbasierte Politik machen, Politikentscheidungen treffen zu können. Ich habe auch vorher schon getwittert, was ist denn das für eine verrückte Idee, ja? Evidenzbasierte Politik, Wahnsinn. Und dann auch noch, was war? Wirkungsorientierte Verwaltung, tolle Sache. Ja, insofern bin ich sehr, sehr dankbar für diesen Einblick und plädiere auch ganz stark dafür, dass die Politik sich auch in einer Situation, in der wir eigentlich mit der Frage digitaler Wandel, insbesondere der öffentlichen Verwaltung und auch des Regierungshandelns, ziemlich zurückliegen, dennoch nochmal einen Schritt zurück machen sollten und genauer hingucken, was steht da, was liegt da eigentlich vor uns und wie wollen wir es haben. Ich bin Herrn Professor Link auch sehr dankbar für sein eigentlich deutliches Plädoyer für das Primat der Politik. Ja, ich schließe mal an. Also ich sehe mich jetzt durch die Wahl als Bundestagsabgeordnete plötzlich auf der anderen Seite. Ich war vorher also mehr so das, was man Netzaktivistin nennt und die immer rumnörgelt, was die da oben alles falsch machen. Jetzt nörgle ich immer noch, aber aus dem System heraus. Und ich kann einige Dinge nur sehr stark unterstreichen, die insbesondere Sie erwähnt haben. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass man die vielen Überwachungsgesetze, die man in den letzten Jahren verabschiedet hat, auch mal evidenzbasiert untersucht und dabei wahrscheinlich feststellt, dass es sich um eher esoterische Gesetze handelt, die nämlich viel Freiheit wegnehmen, ohne viel Schutz vor Terrorismus zu bringen. Da würde es nämlich sehr stark helfen, wenn man sich nicht dieser Dataism-Religion, von der wir ja heute auch schon gehört haben, einlullen lässt und denkt, nur wenn ich mehr Daten habe und noch mehr Leute noch mehr überwacht, dann wird es plötzlich von ganz alleine sicherer und ganz vergesse, dass vernünftige Polizeiarbeit vielleicht auch noch was anderes ist. In Klammern Stichwort AMRI, weiß jeder, was ich meine. Hätte man einfach nur stinknormale Polizeiarbeit gemacht, wäre es zu diesem Terrorismusfall ja gar nicht gekommen. Aber Ressourcen sind begrenzt, insbesondere im Public-Sektor. Das heißt, wenn ich mich dafür entscheide, eine Person oder einen Euro für eine bestimmte Sache einzusetzen, da fehlt die halt woanders. Und das macht uns unsicherer, wenn wir uns damit auf eine Seite fokussieren. Gleichzeitig finde ich, dass wir insgesamt aber zu wenig Fokus auf Digitalisierung haben, nämlich dass wir es zwar in diesem einen Fall verstärkt versuchen und dann auch noch schlecht, dass wir in vielen anderen Fällen, wo es nämlich um sinnvolle Erbringung von Dienstleistungen, um effektiveren Zugang zu Informationen geht, dass wir es da eben nicht machen. Man kann zum Beispiel über Chatbots tausende von echt unerträglichen Formularen sehr viel einfacher machen
Davon abgesehen, dass man Formulare und Prozesse ja auch so entbürokratisieren kann. Aber allein dieses ganze Ausfüllen ist so kompliziert, dass ich war sehr engagiert in der Flüchtlingshilfe und hatte das Vergnügen mit sehr vielen solche seltsamen Anträge, die habe ich ja kaum verstanden. Mit Chatbots könnte man dieses Ausfüllen viel einfacher machen. Man könnte es ziemlich einfach multilingual machen. Das wäre was, da würde ich mir mal was wünschen. Warum das nicht passiert, liegt unter anderem daran, dass es in den Ausbildungsgängen praktisch gar nicht vorkommt. Also weder in der Grundausbildung noch in der Weiterbildung von Beamten und Verwaltungsmenschen findet man das irgendwie nennenswert. Und es kam ja auch heute schon mal, wo passiert Veränderung am schnellsten? Wir denken ja mal Saudi-Arabien, wo die Frauen erst seit irgendwie gefühlt vorgestern war es wahrscheinlich, Auto fahren dürfen. Die sind so total hinterm Mond, aber die haben einen Staatsminister für künstliche Intelligenz. Die haben ein Bundesprogramm aufgelegt zur Weiterbildung sämtlicher Beamter zum Thema künstliche Intelligenz, Algorithmen und was man noch so alles Schönes machen kann. Die haben ein Staatsprogramm für den Nutzen künstlicher Intelligenz für öffentliche Dienstleistungen, zum Beispiel für ein Aufforstungsprogramm, zum Beispiel für die Verhinderung von Unfällen im Straßenverkehr und alle diese Dinge. Warum hat sowas nur Saudi-Arabien? Warum denken wir nicht mal drüber nach? Wir diskutieren ja immer noch, ob es überhaupt einen Digitalminister braucht, seit also gefühlt 4 Legislaturperioden. Ja? Ob man den jetzt noch braucht, ist allerdings die Frage. Ja? Vor 4 Legislaturperioden hätte ich auch noch ja gesagt. Jetzt braucht es das eigentlich überall. Aber das Bildungsproblem haben wir haben das Prioritätenproblem. Und vielleicht noch als letztes Politiker, jetzt bin ich ja eine, neigen immer zum lange Reden, die sind so missionarisch getrieben. Aber ganz zum Schluss haben Sie noch was Wichtiges auf dieser Folie gehabt, nämlich, dass wir ein neues, vielleicht die Commons eine Lösung werden. Meine neue Gesellschaftsform, die ich persönlich möchte, ist der Kommunismus. Jetzt stehe ich hier für die Linke und alle denken, schreibt sie mit K und U, ist aber falsch, ich meine das von Commons, also mit C und 2 O. Das ist ein bisschen was anderes und der Unterschied ist ganz entscheidend. Also ich glaube, dass wir eine positive Vision für die Digitalisierung brauchen. Ob die erreicht wird, hängt am Ende von uns ab. Aber wenn wir sie nicht mal haben, wissen wir überhaupt nicht, wo wir hingehen sollen. Also ganz entscheidend ist, wie politische Weichen gestellt werden, ob die am Ende die Zukunft mehr dystopisch wird, mehr so schwarz-grau oder totalitär, die digitale Gesellschaft, oder ob es eben mehr zum Gemeinwohl für die gesamte Welt, nicht nur die Bevölkerung in unserem eigenen Land ist, das hängt von dieser Weichenstellung ab. Und ich glaube, in Richtung Kommunismus, der ja nicht mit Heugabeln daherkommt, sondern auch parallel existieren kann und dann aber die Macht des Kapitalismus von unten bricht, das fände ich schon ziemlich geil. Ja, vielen Dank an die ersten Eindrücke von unseren Diskutantinnen. Ich würde die Diskussion für alle öffnen und vielleicht nochmal grundsätzlicher anfangen. Ist hier und da schon angeklungen. Eignen sich eigentlich die Gesetze, so wie wir sie im Moment schreiben und bestehend haben, für die Automatisierung? Das ist eine Frage, auf die Herr Lenk wahrscheinlich noch besser antworten kann als ich, denn automatisierungsfreundliche Gesetzgebung, das ist ein Diskurs, den es ja schon lange gibt. Ich finde das Spannende an der Frage wiederum, welche Automatisierung wollen wir eigentlich und warum schreiben wir unsere Gesetze so, wie wir sie schreiben? Also ich glaube, viele Dinge, ich bin auch jemand, der kritisch ist im Hinblick auf Regulierung, wie sie teilweise passiert, auch selbst in der Verfassung Dinge eben überreguliert werden. Auf der anderen Seite denke ich mir, in vielen Dingen hat das auch einen Sinn. Oder einen gewissen Hintergrund, dass unsere Gesetze so geschrieben sind, wie sie geschrieben sind. Und da würde ich doch sozusagen den Ball auch wieder zur Digitalisierung und Automatisierung zurückspielen und sagen, wie kann man das eigentlich umsetzen, was wir mit den Gesetzen erreichen wollen? Und deswegen würde ich da so ein Wechselspiel bevorzugen. Ich glaube, man kann viel einfacher und besser ausdrücken, wenn man sich auch anschaut, wie viele Gesetze sozusagen pro Jahr entstehen. Das heißt, da gibt es durchaus Potenzial. Aber sowas kann nur im Wechselspiel passieren, um das richtige Ergebnis zu erreichen. Ja, wenn ich da anschließen darf, das Entscheidende bei den Gesetzen ist ihr Vollzug. Unser Vorschlag, den ich mit Kollegen zusammen entwickelt habe und zu dem es inzwischen auch ein Gutachten beim Normenkontrollrat gibt, ist zu sagen, wenn das Gesetz erlassen wird, bevor es erlassen wird, muss man
mögliche Vollzugsformen durchspielen, also simulieren. Ja, und dann fragen, wie kann es am besten vollzogen werden? Und das kann dann ein Steuerungsmix sein, in dem automatische Elemente sich mischen mit anderen, vor allem aber auch für Klarheit gesorgt wird, dafür, dass die Verwaltung sich den Bürgern gegenüber einheitlich darstellt und dass sie insgesamt überschaubar wird. Denn ein Großteil der Probleme rühren damit, Herr Fitt hat das angesprochen, dass eben Bürger überhaupt nicht wissen, was Sache ist. Und ich möchte an der Stelle aber vielleicht noch eine kleine Bemerkung kritischer Art gegen die gegenwärtige Bundespolitik anbringen. Ich glaube nicht, dass es dazu eines Portalverbundes bedarf. Wenn man nämlich in Geschäftsprozessen denkt, kann man Geschäftsprozesse in Module zerlegen. Und da gibt es ein Modul, das heißt Zugang. Ich mache es mal ganz einfach. Wir haben in einem Konzept für die Schweiz, vernetzte Verwaltung Schweiz, an dem ich mitgeschrieben habe vor 10 Jahren, unterschieden zwischen Produktion und Distribution von Verwaltungsleistungen. Wenn ich die Distribution zentralisiere, nehme ich bei der Produktion niemanden seine Zuständigkeiten weg. Also man könnte das heute machen über zentralisierte Portale, die können beim Bund laufen, die können bei einer x-beliebigen Gemeinde laufen, die können bei einer Tankstelle laufen, in denen dieser Zugang reguliert werden kann. Also hier sind andere Möglichkeiten, die bislang nicht verfolgt wurden, weil eben das Denken in Geschäftsprozessen unterentwickelt ist. Aber ein Thema, das ich seit gut 15 Jahren habe und ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht mehr noch darüber lange zu reden, aber es ist ein wichtiger Punkt. Nur Frau, darf ich noch kurz einen Punkt anschließen oder zu Frau Domscheit-Berg? Also die Commons, das muss man ein bisschen ausholen für die Leute, die es nicht kennen. Also wir haben im Deutschen den Begriff Allmende. Ja, also das, wo sozusagen alle ihre Kühe weiden lassen kann. Und wenn man die Commons, wie es auf Englisch heißt, die Allmende richtig organisiert, richtig strukturiert, richtig umhegt, dann können da unwahrscheinlich interessante Sachen passieren. Allerdings nicht so, und das hat Frau Young auch deutlich gesagt, dass es über die ökonomische Seite hinausgeht. Denn das Leben der Menschen besteht nicht nur aus Ökonomie. Ja, also insofern gibt es da Grenzen, aber ich denke mal, der wirtschaftliche Aspekt ist der zentrale in unserer Gesellschaft heute. Und wenn wir da Fortschritte machen, dann ist das sinnvoll. Der Philosoph Stiegler hat in Paris, im Norden von Paris, ein großes Experiment angefangen in einer kleinen Umlandgemeinde, Pleine Commune, indem er wirklich versucht, sozusagen solche positiven Visionen langsam herauszukitzeln, arbeitet damit zwei Dutzend jungen Doktoranden und versucht sozusagen diese Art von positiven Szenarien zu entwickeln, die mir auch vorschweben, wenn man darüber reden will, wie wir in eine zunächst mal überhaupt nachhaltige und dann vielleicht auch bessere Welt gelangen. War etwas lang, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen überrascht teilweise über die Aufgeregtheit der Debatte, um ganz ehrlich zu sein, weil das, was wir gerade erleben, ist, dass Technologie sich entwickelt und die werden wir in vielfältiger Form einsetzen, so wie ich es kurz angesprochen habe. Und wir werden, und das ist notwendig, in den jeweiligen Teilbereichen die Diskussionen führen, in welcher Form wir sie einsetzen wollen. Und das ist einfach ein politischer Diskurs. Also das wird nicht von heute auf morgen herunterfallen und die Algorithmen werden den Staat nicht lenken. Das ist ein fortlaufender Prozess, der auch immer wieder evaluiert werden muss, der ausgetestet werden muss, wo wir auch erkennen werden, dass es vielleicht nicht funktioniert hat. Dazu gibt es, und das ist nichts Neues, dazu gibt es Novellen. Und das beantwortet auch ein wenig die Frage, die du am Anfang gestellt hast, nicht eignet sich das Recht zur Digitalisierung oder nicht, das ist eigentlich nicht die Frage. Es braucht die politische Willensbildung, dass man etwas machen will und dann kann man dementsprechend auch das Recht novellieren und in weiterer Folge auch umsetzen. Also auch da kann ich nicht ganz die Aufgeregtheit nachvollziehen. Und was die Dominanz von einigen globalen Unternehmen betrifft, auch das ist nichts Neues, das hatten wir immer wieder. Und das ist nur eine Frage, ab welchem Zeitpunkt es einer Regulierung bedarf oder nicht. Und auch dazu gibt es ja aktuell auch einen politischen Diskurs darüber, dass man das aus Deutschland allein nicht herein lösen wird können.
Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Dass man aber auf europäischer Ebene was leisten kann, sehen wir an der aktuellen Datenschutzgrundverordnung, die doch zu einigen spannenden, auch neuen Startups bereits geführt haben. Du hast, glaube ich, auch eins erwähnt. Und es gibt auch weitere, die gerade zur Anonymisierung sich Services überlegen. Also Innovation im Bereich der Datennutzung, vielleicht in einer neuen Art und Weise, wie wir das bisher noch nicht gekannt haben. Und das ist einfach eine ganz normale gesellschaftliche Entwicklung, die wir begleiten müssen, die wir forschen müssen, die wir austesten müssen, aber die wir jetzt nicht als Bedrohungsszenarien an die Wand malen sollten, meiner Einschätzung nach. Was die Digitalisierungsstrategie betrifft, auch da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr optimistisch. Ich habe mir die Freude gemacht, also den Spaß erlaubt, nach den Wahlen mir alle Diskussionen anzuhören, und ich war überrascht, also das waren gefühlte, glaube ich, 5 bis 6 Stunden so neben dem Arbeiten, und ich habe Gedankenstriche mitgemacht, und ich war überrascht, dass das Wort Digitalisierung in der Diskussion am Wahlabend öfter gefallen ist als Migration. Also insofern ist es offensichtlich, es hat ein bisschen gebraucht, aber es ist in der politischen Ebene angekommen. Es ist wieder im Diskurs, im Politischen, dass es eine wesentliche Bedeutung hat für die Weiterentwicklung der Gesellschaft, für die Weiterentwicklung der Wirtschaft. Gerade das wurde, glaube ich, in der deutschen Politik erkannt, ist zumindest mein Eindruck als Außen, in dem Fall kann ich sagen Außenstehender. Auch da blicke ich eigentlich sehr positiv in die Zukunft. Was die konkrete E-Government-Umsetzung betrifft, ich glaube nicht, dass man das vom Podium aus beurteilen kann, weil die Gesamtkonzeption ja schon viel tiefer geht und die Elemente, die du genannt hast, natürlich auch Bestandteil in der Gesamtarchitektur sind. Aber dazu wäre es vielleicht gut, dass man den Staatssekretär Fittern dazu einladen, dazu Stellung zu nehmen. Aber wie gesagt, da steckt hinter der Architektur schon wesentlich mehr drin, die genau diese Elemente, die du genannt hast, auch ermöglicht. Vielen Dank. Ja, ich bin natürlich dankbar für diese freundliche Beobachtung, dass jetzt mehr über die Digitalisierung gesprochen wird in der Politik. Ob es hilft, weiß ich noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein wesentlicher Schritt nach vorne. Nein, ohne Blödsinn jetzt. Ich will auf diese komischen Begriffe nochmal zurückkommen, der evidenzbasierten Politik und der wirkungsorientierten Verwaltung. Und dann war noch irgendwas mit wertebasiertem Software und Datendesign. Ich denke mal, zunächst müsste die Politik klarer wertebasiert und wirkungsorientiert sein. Das heißt, sie muss auch definieren, was will ich denn eigentlich erreichen mit einem Gesetz. Dann hatten Sie davon gesprochen, ob die Gesetze sozusagen hinreichend automatisierungsfreundlich sind. Ich glaube, das müssen sie gar nicht sein, sondern sie müssen sich in Richtung einer gesellschaftlichen Entwicklung definieren und dann am Ende natürlich ihre Wirkung auch erzielen wollen. Das heißt, es geht um die Umsetzung. Ja? Also wie viele E-Government-Gesetze und unter anderem Titel andere Zielsetzungen haben wir schon beschlossen, ohne wirklich wirken zu können, weil eben die Umsetzung es an der Umsetzung hapert, und da am vorderen Ende zu überlegen, was wollen wir bewirken und inwieweit lässt sich das dann evaluieren. Es ist nicht alles in Zahlen messbar, aber messbar ist es eben doch, und am hinteren Ende auch für die Umsetzung zu sorgen und für die Evaluation und gegebenenfalls Nachsteuerung, da an der Stelle auch agil zu sein und nicht immer zu denken, wir machen Gesetze für die nächsten 2 Jahrzehnte. Das wäre, glaube ich, schon ein wesentlicher Fortschritt. Ja, dann hake ich beim evidenzbasierten Politik direkt mal ein. Was da häufig diskutiert wird, ist die Frage der Waffengleichheit. Wenn der Staat seinen Datenschatz hebt, wie uns Herr Paritschek schön gezeigt hat, und also eine gesellschaftlich optimale Entscheidung produziert, wie komme ich überhaupt noch als zivilgesellschaftliche Organisation, als Interessengruppe dagegen an? Indem ich auch da überlege, welches Leitbild von unserem Staat wollen wir eigentlich und auf welcher Basis soll das passieren? Und da möchte ich eine Lanze brechen für den Open Government Gedanken, der ja auch jetzt in Deutschland mit dem Beitritt zur Open Government Initiative, also einem Verbund zwischen Zivilgesellschaft und verschiedenen Staaten, der informell
sich sozusagen international zusammengetan hat. Da ist Deutschland beigetreten. Es sind auch gesetzliche Änderungen, die Dinge auf den Weg bringen. Also ich denke, evidenzbasierter Staat, Staat, der evidenzbasiert Politik macht, muss eben auch offen sein. Es muss die Möglichkeit geben, das nachzuvollziehen, und dazu kommen wir vielleicht im nächsten Panel, deswegen will ich das abkürzen und sagen, das ist natürlich auch ein qualitativer Anspruch. Ja? Das heißt, nicht nur legt alle Algorithmen offen und die Datensätze, sondern da muss auch ein erklärender Anspruch und ein vermittelndes Element dazukommen. Und so kann man dann vielleicht doch Transparenz herstellen, auch, und da gehe ich mit Ihnen überein in Ihrer Präsentation. Man kann natürlich nicht alles und jedes mathematische Verfahren erklären und diesen Anspruch haben, aber die Grundlagen, die Faktoren, das, was die Entscheidung determiniert, das muss kommuniziert werden, und das muss auch zu einem Leitbild unseres Staates werden. Sonst laufen wir sozusagen Effizienzgedanken hinterher, die sich in der Rückschau als große Ineffizienz herausstellen können. Das ist genauso schlau wie die Aussage, Diktaturen sind effizienter als Demokratien. Nicht? Also dann, wir brauchen hier eine Offenheit. Vielleicht einen Satz noch. Es muss ausverhandelt werden, nicht? Die Werte, die wir in den Algorithmen haben, die müssen ausverhandelt werden. Das ist das Entscheidende, nicht? Wir müssen das eben nicht den Programmierern oder den Programmiererinnen überlassen. Das wird eine spannende Aufgabe, dass das im politischen Diskurs ausverhandelt wird. Was sind die Ziele und wie bilden sich die über die Werte, die wir dann hinterlegen, ab? Ja, man kann es aber auch nicht nur denen überlassen, die am Ende den Code programmieren, sondern die haben ja auch irgendeine politische Anweisung, was sie da tun sollen. Ne? Und dann sind wir zum Beispiel bei Themen wie Predictive Policing, da war vielleicht die Anweisung nur irgendwie Kriminalität vorherzusagen und zu verhindern, und dann wird da irgendwie irgendwas gemacht. Die wenigen Erfahrungen, die es bisher in der Welt dazu aber schon gibt, zeigen, dass es sehr oft missbräuchlich eingesetzt wird, dass die Ergebnisse nicht in dem Sinne sind, wie man sie eigentlich gemeint hat, und dass die Transparenz absolut ungenügend ist. Also ich kann diesen Open Government Gedanken, den ich ja auch schon lange verfolge, gar nicht genug unterstreichen, denn wir haben ja sowieso eine Vertrauenskrise zwischen Bevölkerung und Staat. Und wenn man da jetzt noch eins oben drauf setzt und noch intransparenter mit irgendwelcher Blackbox-Algorithmus zum Beispiel agiert, dann wird das dazu beitragen, dass man eben noch misstrauischer ist, und das ist nicht gut für die Demokratie. Das ist also unbedingt zu verhindern, und wenn wir mehr Technik einsetzen, wogegen ich ja nicht bin, dann muss man eben sehr genau gemeinsam im Sinne der Partizipation, nachvollziehbar im Sinne der Transparenz und auf Basis gesellschaftlich ausgehandelter Werte, hast du ja schon gesagt, muss man dazu kommen, solche Dinge einzusetzen. Und wenn es da keine Transparenz gibt, keine gemeinsamen Werte und das auch nicht nachvollziehbar ist, wird es in die Hose gehen. Ja, und da ist eben gerade jetzt der Beitritt zur OGP und natürlich auch das Open-Data-Gesetz im Rahmen einer Änderung des E-Government-Gesetzes sind wichtige Schritte, aber wir haben nicht am hinteren Ende für die Umsetzung gesorgt. Und das hat auch damit zu tun, dass wir eben am Ende der Legislatur angekommen waren, aber die reine Verpflichtung jetzt der Bundesbehörden zur Öffnung ihrer Daten genügt eben nicht, sondern die brauchen natürlich auch Unterstützung dabei, für die Qualität ihrer Daten zu sorgen, dieser veröffentlichten Daten. Und für die Struktur, damit man auch was mit anfangen kann. Und so ist es mit dem Beitritt zur OGP. Der erste nationale Aktionsplan ist natürlich jetzt zwischen Wahlkampf und Ende der Legislatur entstanden und infolgedessen nicht übermäßig ambitioniert. Also Dinge, über die in den Vorträgen vorher auch gesprochen wurden, die auch tatsächlich wissenschaftlich zu durchleuchten, zu beleuchten und auf dieser Grundlage Politik zu machen, das ist schon mal Politik im Sinne einer Öffnung und Transparenz, ist natürlich schon auch ein richtiger und wichtiger Ansatz. Ich denke, wir müssen auf Seiten der Politik eben darauf achten, dass wir nicht nur Daten öffnen, sondern auch Algorithmen, seien es nun niedergeschriebene oder also in Code niedergeschriebene oder Algorithmen sozusagen der Entscheidungsfindung. Und auf der anderen Seite, da wo wir eben immer über Open Source sprechen, da müssen wir heute drüber sprechen, dass nicht nur die Algorithmen offen liegen müssen, sondern auch die Daten anhand derer, die Algorithmen lernen bzw. arbeiten, denn die sind von ganz entscheidender Bedeutung dafür, was bei rauskommt.
Da wollte ich noch ganz kurz anfügen, dass ich sehr bedauere, dass sozusagen im nationalen Aktionsplan ein Projektvorschlag, der gerade sozusagen zur Transparenz von künstlicher Intelligenz und Algorithmen arbeiten wollte, abgelehnt ist. Also ich denke, das ist auch ein Zeichen, wir müssen in diesen Dingen, also sicher ist der erste Schritt, Verwaltungen dabei zu helfen, Daten zu veröffentlichen und das gut zu machen. Aber ich glaube, wir müssen auch ein bisschen dazu kommen, sozusagen weiter nach vorne zu schauen und Entwicklungen zu antizipieren. Und dass gerade dieser Vorschlag abgelehnt wurde, ist da für mich auch ein schlechtes Zeichen vor dem Hintergrund, was wir heute hier diskutieren. Es wurde jetzt schon mehrfach der Begriff Partizipation durch den Raum geworfen. Was ich so ein bisschen mitgenommen habe, wir haben auch ganz am Anfang schon die Frage gehört, wofür brauche ich überhaupt noch ein Parlament? Es wurde ja die Digitalisierung lange mit dem Versprechen einer elektronischen Revitalisierung der Demokratie verbunden. Wenn wir über Algorithmen und Automatisierung sprechen, dann kriege ich manchmal eher den Eindruck, naja, zu viel Mitbestimmung, ist da eigentlich Sand im Getriebe, weil wofür muss ich eigentlich den Bürger fragen, wenn ich ja durch die, wie bei Herr Paritschek schön gezeigten Gesellschaftsbeobachtungen in Echtzeit eigentlich im Grunde besser weiß als er selbst, was gut für ihn ist. Also zumindest mal weiß die Öffentlichkeit manchmal von Dingen, die ich erst Wochen später erfahre, aber es sind dann wahrscheinlich eher informelle Kanäle. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir uns ähnlich wie in der öffentlichen Verwaltung auch in der Politik deutlich machen, dass es nicht nur darum geht, die Politik zu digitalisieren. Ich wäre unbedingt dafür, weil also ich weiß nicht, wer schon mal bei einer Veranstaltung im Paul-Löbe-Haus war, in den Toiletten, da gibt es so Blechwinkel, da steht drauf Aktenablage. Ich meine, irgendwo muss man die hinlegen, wenn man, Sie wissen schon, was ich meine. Also ich wäre durchaus für papierlose Strukturen an der Stelle. Und es gibt kein WLAN, das muss man dazu sagen. Doch, ganz da neu. Da gibt es WLAN, aber ja, uns nicht. Also im Jakob-Kaiser-Haus gibt es keins. Ja, Pech. Normalerweise kommt es nämlich zusammen, ne? Genau. Nein, was ich sagen will, ist, dass es natürlich auch darauf ankommt, genauso wie bei der öffentlichen Verwaltung, eben zunächst mal zu fragen, sind die Prozesse eigentlich gut, so wie sie sind? Und dann sollte man sie digitalisieren, bitteschön, weil so ganz hundertprozentig läuft es nicht gut in der Politik. Es hat damit zu tun, dass wir, also auf die Frage Digitalministerium, ja, in den 80er Jahren wäre das echt ein super Ansatz gewesen, aber das ist rum. Und ich denke, heute sind die Interdependenzen so stark und so wichtig und auch eine projektartige Organisation wäre auch an der Stelle dringend erforderlich, dass wir einfach darüber nachdenken müssen, ob die Strukturen noch stimmen und dann im nächsten Schritt die neuen und vielleicht agileren Strukturen zu digitalisieren, würde ich schon sehr stark befürworten und zu öffnen natürlich. Aber es geht natürlich tatsächlich nicht ohne die Weiterbildung. Ich hatte das am Anfang schon mal gesagt, und das ist ein so wichtiges Thema, dass man das unbedingt noch mal betonen muss. Und das ist die Grundausbildung von Verwaltungsmenschen, die da später arbeiten. Das ist aber auch die lebenslange Weiterbildung. Und das funktioniert nicht. Und da haben wir noch nicht mal von Ausbildung von Kindern in der Schule gesprochen, die auch mal Staatsbürger werden, oder von überhaupt politischer Bildung in unserer Gesellschaft, die auch, glaube ich, auch wenn es Zentralen für politische Bildung gibt, total unterentwickelt ist. Also wir haben ein extremes Manko an politischer Bildung. Und wenn wir von der Gefährdung der Demokratie reden, dann spielt natürlich auch das eine Rolle. Also man muss ja auch lernen, wie beteilige ich mich in einer Gesellschaft, in der das plötzlich geht. Hoffentlich mehr als bisher. Also einmal alle 4 Jahre ist jedenfalls natürlich nicht genug. Und zu glauben, dass wenn man irgendwelche Statistiken analysiert, zu wissen, was die jetzt alle wollen, ich meine, es war ja auch polemisch, insofern war das vermutlich nicht ernst gemeint. Aber das denkt ja auch keiner. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich jemanden frage, was möchtest du, oder ob ich glaube zu wissen, was der Mensch möchte, nur weil ich gemessen habe, dass er gerade Fieber hat. Ja. Kann auch Ursachen haben, die unterschiedlich sind. Ja. Als habe ich ja gerade gar nicht von Verwaltung gesprochen, sondern von Politik und das lebenslange Lernen in der Politik und auch in ihren Strukturen im Hintergrund. Ja, also ich kenne nicht eine Zugangsvoraussetzung zu diesem Bundestag oder einem anderen Parlament, die hieße, man muss das politische System der Bundesrepublik verstanden haben oder verinnerlicht, oder ist mir nicht bekannt. Nochmal zurück zum Thema Partizipation. Also für mich ist interessant, wie in Smart-City-Konzepten zwischen Bürger als Datenquelle
und den Bürgerinnen als mündigen Menschen, die über Dinge entscheiden, eine große Spannweite herrscht. Also die Tendenz ist eindeutig, in manchen Konzepten, die ich gelesen habe, man tut so, als würde man Co-Production mit den Bürgern für wichtig halten, aber in Wirklichkeit sind Bürger Datenquellen. Und die Frage, welche Daten erhoben werden und wie die Daten in Smart City-Konzepte eingehen, diese Frage liegt nicht im Entscheidungsbereich der Bürger. Und das finde ich problematisch. Dann eine Frage zur Krisenfestigkeit der voll durchalgorithmisierten und automatisierten Verwaltung. Was passiert, wenn ich von heute auf morgen, ja, die Verwaltungskrise während der Flüchtlingskrise, meine Verwaltung umstellen muss? Ist dann im Zweifelsfall eine durchdigitalisierte Verwaltung schneller und flexibler, weil ich einfach nur an drei Reglern drehen muss? Oder bricht mir dann das System komplett zusammen? Das würde ja wieder für dezentrale Systeme sprechen, nicht? Und ich glaube, auch das ist ein Punkt, den wir sehr intensiv auch diskutieren müssen. Wie können wir die Systeme so aufstellen, dass sie robust sind? Die Lösung, alles zu zentralisieren, ist es sicher nicht. Daher Föderalismus hat vielleicht in den Ursprüngen eine andere Aufgabe gehabt, aber Föderalismus kann auch in einem digitalen Zeitalter ein sehr wichtiger Faktor sein, um Handlungsfähigkeit zu sichern, bis hin auch zu dezentral aufgebauten Systemen. Also ich habe leider noch kein Papier darüber gelesen, das sich mit der Frage auseinandersetzt, inwieweit Föderalismus und dezentrale IT-Systeme nicht miteinander gekoppelt eine stabile, robuste Organisationsform sein könnten. Allerdings müsste man natürlich dann auch die Föderalismus-Debatte offen führen, in welchem Bereich macht es keinen Sinn mehr, Dinge dezentral zu halten, wenn man sie zentral einfach besser und effizienter durchführen kann. Aber ja, also das geht jetzt ein bisschen über deine Frage hinaus, um auf das wieder zurückzukommen. Ja, es gibt natürlich Vorteile, wenn ich Dinge zentral halte, aber ich muss natürlich auch sicherstellen, dass ich dezentral Dinge auch durchführen kann und auch organisieren kann. Und da spielt Beteiligung und Kollaboration wieder eine ganz zentrale Rolle, dass es Plattformen gibt, über die ich mich A, organisieren kann und B, auch die Daten, die notwendig sind, zur Verfügung habe, um dementsprechend schnell und zielgerichtet agieren zu können. Der massenhafte Zuzug, den wir da 2015 hatten, der hat keine Veränderung der Verwaltungstätigkeit benötigt, sondern es war einfach nur ein Massenproblem. Und ein Problem dessen können wir angesichts dieser Masse und angesichts auch der Notwendigkeit, sie zu bewältigen, weil da ging es einfach um Menschen und Schicksale und Versorgung und Unterbringung, sind wir in der Lage, in der Verwaltung dann auch mal Handlungsspielräume und Entscheidungsspielräume auszuschöpfen und zu sagen, ich nehme das jetzt nicht, da lasse ich mal 5 Grad sein und muss dafür sorgen, dass eben Menschen versorgt werden. Und das war, glaube ich, hat die Verwaltung soweit ganz gut hinbekommen, aber am hinteren Ende nämlich dann auch die Menschen gut zu erfassen und nachher auch verwaltungsmäßig gut zu versorgen. Da hat es dran gekrankt und das war aber auch ein Massenproblem, ja, und ein Qualitätsproblem. Ich finde die Frage spannend, Digitalisierung von der Ausnahme her zu denken, vom Krisenfall. Da fallen mir unterschiedliche Sachen ein. Ich finde den Föderalismusgedanken, Dezentralität gut, Resilienz, also die Frage, wenn die Systeme selbst ausfallen, sich zu überlegen, was brauchen wir eigentlich noch an gesamtgesellschaftlicher Organisation, um Ausfall der Systeme zu erhalten. Das ist eine Frage, die in Israel gerade im Cybersicherheitsrecht eine große Rolle spielt. Und gleichzeitig auch politische Krisen, nicht? In die eine oder andere Richtung. Das ist im Entwicklungshilfekontext, wo Digitalisierung ja auch eine große Rolle spielt, man über gewisse Systeme, zum Beispiel Korruption auf manchen Ebenen ausschließen will, spielt eine Rolle, denn dann sagt man, selbst wenn die politische Führung wechseln sollte, könnte man eben über die Trägheit der Systeme gewisse Prinzipien noch weitertragen. Insgesamt, also schwierig wird für mich die Frage, wenn man die Wissensmacht der Regierung
fokussiert und sagt, was könnte eine Regierung mit dem Wissen machen, die in den Datensätzen steckt, sofern sie die entsprechend aufbereitet. Und das ist für mich noch ein ungelöstes Problem, wie man also diese Wissensmacht auch sozusagen gegen politische Krisen absichert. Ja, also das ist eine Sorge, die ich schon länger habe, weil dazu muss man vielleicht sagen, ich bin noch in der DDR aufgewachsen, habe dort noch studiert und als oppositionelle Studentin auch unangenehme Erfahrungen mit der Stasi sammeln dürfen. Und das hat man natürlich in sich drin. Und dann ist man sehr, sehr, sehr sensibel, wenn auf einmal ein Staat wieder anfängt, Daten über einen zu sammeln, und zwar in einem Maßstab, der einfach durch den Fortschritt der Technik heute nicht mal mehr vergleichbar ist mit den Möglichkeiten, die die Stasi seinerzeit hatte. Und ich habe damals schon die Lektion gelernt, dass es unschuldige Informationen gar nicht gibt. Also wenn ich so Sätze höre heute, wie "hab mir nichts zu verbergen", gar nicht so schlimm. Das haben wir ja heute Vormittag auch schon gehört, dass es also eine individuelle Wahrnehmung sein kann, aber wenn man dann auf individuelle Privatsphäre aus diesem Grund verzichtet, verzichtet man praktisch innerhalb der Demokratie auf ein gemeinschaftliches Grundrecht, und damit verzichtet man auch im Namen anderer, und das ist halt nicht gut. Und wenn wir jetzt, also ich war zum Beispiel 2013, als Snowden kam, gab es mal eine Debatte mit dem US-Botschafter, der hat sich dahingestellt und hat gesagt, wir sollen uns alle mal gar keine Sorgen machen wegen der Überwachung. We are the good guys, we don't do evil. Ja, jetzt 3 Jahre später stellt man sich da halt schon Fragen, ne? Und man könnte jetzt ja sagen, naja, das ist alles so weit weg, uns passiert ja nichts, wir haben so eine tolle Demokratie. Ich sitze auf der Seite der Linken genau gegenüber von dem, was so extrem rechts ist. Leute, die Religionsfreiheit abschaffen wollen, Leute, die sich nicht mehr an unsere finstersten Vergangenheiten erinnern wollen und so weiter und so fort. Ich sehe die da jeden Tag in Sitzungswochen. Also ich glaube nicht mehr, dass unsere Demokratie absolut sicher ist. Und dann kommt mein Papa, der ist 83 Jahre und sagt, die größte Zeit seines Lebens hat er in Diktaturen gelebt. Der sagt, er hat 2 verschiedene erlebt. Die kürzeste Zeit war Demokratie. Der sagt, seine ganz persönliche Empirie spricht dagegen, dass Demokratie was Dauerhaftes, Sicheres ist, das jetzt für immer da bleibt. Was soll ich denn da sagen? Der hat doch recht. Ich habe als Ossi gelernt, dass wir für Freiheiten, für Grundrechte kämpfen müssen. Jetzt, 30 Jahre später, habe ich gelernt, dass wir sie auch verteidigen müssen, und sie können auch wieder weggehen. Und da müssen wir gerade, weil die Gefahren heute viel größer sind als damals, aufpassen wie die Höllenhunde, dass die Möglichkeiten nicht irgendwann eines Tages gegen uns genutzt werden. Und deshalb muss man strukturell verhindern, dass das möglich ist. Denn dass sich politisch Dinge ändern, das können wir heute nicht wirklich verhindern. Dann eine letzte Frage von meiner Seite, bevor wir ans Publikum übergeben. Was gerade schon aufkam, das Thema Datenschutz. Inwiefern ist unsere herrschende Datenschutzregelung ein Hindernis für die Automatisierung der Verwaltung? Und also gibt es Möglichkeiten, die quasi auf neue Füße zu stellen, die uns einerseits das Horrorbild, das Frau Anke Domscheit aufgemacht hat, verhindert und gleichzeitig eine automatisierte Verwaltung, die uns ja auch Gutes bringen kann, ermöglicht? Also ich bin jetzt mal sehr, sehr froh, dass es uns gelungen ist, den Datenschutz und die informationelle Selbstbestimmung auf europäische Ebene zu heben, dass wir mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung ein Regelwerk geschaffen haben, das zu Wettbewerbsgleichheit und einem hohen Maß an Bürgerrechten in ganz Europa führen kann. Und ich bin schon fast ein bisschen müde. Ich habe jetzt die letzten 14 Tage die eine oder andere Veranstaltung schon wieder im politischen Berlin erlebt, immer wieder zu diskutieren, ob die eigentlich, wo sie noch nicht richtig in Kraft ist, schon wieder obsolet sein soll. Ja, ich habe da eine etwas andere Sicht auf den Datenschutz. Die neuen Steuerungsinstrumente machen einen Bypass um den Datenschutz. Sie können da so viel schützen, wie Sie wollen. Unglaublich viel Energie geht im Moment in das Verständnis der europäischen Grundordnung. Aber Steuerungsinstrumente wie Personalisierung, wie Code is Law und letztlich auch vollautomatische Entscheidungen nach Profil sind nicht auf personenbezogene Daten angewiesen. Insofern jedes Datum ist im Grunde suspekt. Und ich glaube, dass wir auf der Ebene nicht weiterkommen. Das heißt, beim Bereich der sozusagen des Handelns mit puren Daten
ist nichts mehr zu machen. Der Schutz der Menschen muss dann auf anderen Stufen sein, was ich genannt habe, Wissenserarbeitung, Entscheidung und Umsetzung. Da müssen Schutzmechanismen aufgebaut werden, die meines Erachtens den Sinn des Datenschutzes unter neuen Umständen retten. Und das halte ich für ein vordringliches Ziel. Dem kann ich mich insofern anschließen, dass, dass wir, ich glaube, das war ein erster Schritt, der einerseits durchaus zu spannenden, auch eher innovativen Lösungen führt. Ich glaube, das es wird aber nicht die, es wird nicht die Lösung sein. Nicht? Also, weil das eine Datum ist in einer Domäne völlig problemlos nutzbar, aber in einer anderen verknüpft kann es zu unerwünschten Ergebnissen führen. Daher gehe ich fast davon aus, und das wird die Wirtschaft nicht gerne hören, dass wir in den jeweiligen Domänen regulieren werden müssen. Das ist aber auch wiederum ein fortlaufender Prozess. Also immer dann, wenn wir den Punkt sehen, dass es nicht anders geht, weil die Bürger und Bürgerinnen zustimmen zur Datenverarbeitung, und das ist ja nicht gelöst durch die Datenschutzgrundverordnung. Ich kann ja weiterhin zustimmen, dass meine Daten genutzt werden dürfen. Das führt ja auch dazu, dass jetzt für die Großen, die Klaus Lenk angesprochen hat, ja weiterhin dadurch also keine große Veränderung für ihre bestehenden Geschäftsmodelle führt. Sie müssen das ein oder andere einführen, dass ich auf Bedarf löschen, also dass ich die Löschung verlangen kann. Aber es wird keinen allzu großen Einfluss auf die bestehenden Geschäftsmodelle haben. Und insofern ist das eine Frage der Regulierung, die in dem Fall, an der man nicht vorbeikommen wird, die allerdings auch sehr spezifisch durchgeführt werden muss, weil wenn man das zu stark über alles drüber legt, wie das bei der Datenschutzgrundverordnung auch der Fall ist, ist natürlich schon die Gefahr, dass man damit auch wiederum unerwünschte Seiteneffekte produziert, die unter Umständen ganze Branchen trifft oder auch ganze Forschungszweige trifft, wenn wir jetzt nur an die Gesundheitsforschung, also Forschung im Gesundheitsbereich denken. Wo ich noch nicht sicher bin, ob wir uns da mit der Datenschutzgrundverordnung am Ende des Tages tatsächlich einen Dienst erwiesen haben. Also insofern, das ist mein Plädoyer oder für die Zukunft, wir müssen in den jeweiligen Domänen forschen, testen, herausfinden und dann regulieren, um ein weiterhin gutes lebenswertes Zusammenleben in einer digitalen Welt sicherstellen zu können. Das würde ich voll unterstreichen, genau da in die Richtung, es muss weiter differenziert werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Überwachung heute unglaublich billig geworden ist. Ja, jeder kann jeden überwachen. Wir diskutieren viel zu sehr, ich habe das Thema vorhin bewusst ausgeklammert, wir diskutieren viel zu sehr mit Blick auf den Staat. Wer überwacht denn? Private Kräfte können mich überwachen. Man kann sich gegenseitig überwachen. Es gibt dann Surveillance, also die von Überwachung von unten her. Alles Möglichkeiten, und diese Möglichkeiten sind im Moment also für mich schlicht abenteuerlich. Deswegen glaube ich, Regelung muss anders ansetzen als bei den bisherigen Datenschutzthemen. Im Übrigen empfehle ich dazu die Arbeiten einer belgischen Juristin, Antoinette Rouvroy, die sehr gute Sachen dazu geschrieben hat, genau aus diesem Gefühl heraus, dass der Datenschutz dieser Art heute ausgehebelt wird. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen für Ihre Fragen. Ich sehe schon viele Hände. Wo sind die Mikrofone? Gehen Sie einfach zum nächsten. Stellen Sie sich kurz vor, und falls Sie einen bestimmten Adressaten im Kopf haben, nennen Sie ihn. Mein Name ist Elisabeth Borgmann. Ich bin dem Herrn Lenk sehr dankbar, dass er den Aspekt Mensch-Maschine und da vor allen Dingen den Aspekt der Aufrechterhaltung der Urteilsfähigkeit, des selbstständigen Denkens innerhalb der Gesellschaft angesprochen hat. Ich habe konkret die Frage, wie er sich vorstellt, da würde ich auch die linken Vertreterin ansprechen, wie das umgesetzt werden soll in dieser zentralen Forderung, auch jetzt im Wahlkampf und immer wieder betont, Digitalisierung in Bildung und Schule. Für mein Verständnis, für meine Wahrnehmung besser gesagt, sieht das Thema Digitalisierung in Schule, in Bildung so aus, dass immer mehr digital datenverarbeitende Geräte in die Schule kommen sollen. Wo aber bleibt in der Forderung die Aufrechterhaltung der Fähigkeit des selbstständigen Denkens in Bildung und Schule?
Diese Frage habe ich gefürchtet. Ich kann sie nicht beantworten. Also ich kenne zu wenig den Bildungsbereich, bin entsetzt über manches, was heute da läuft. Aber das geht meines Erachtens, gut, man kann leicht kritisieren, dass der Bund ein Programm hat, wo nur Hardware in die Schulen gedrückt wird. Letztlich, ich sehe es von den Graswurzeln her aus persönlicher Betroffenheit in der Nachbarschaft und anderswo. Aber ich kann auf diese Frage schlicht nicht antworten. Und sie ist aber zentral. Ja, wir sollten sie im Kopf behalten. Ja, digitale. Ich wurde ja explizit auch gefragt, deswegen, wir können ja beide darauf antworten, das widerspricht sich ja nicht. Aber digitale Bildung ist eines meiner Schwerpunktthemen. Ich befasse mich damit auch schon eine ganze Weile. Auch im ganzen Praktischen. Wir haben in unserem Haus im Norden von Brandenburg ein Innovationslabor, wo wir viele Projekte mit Schülern durchführen, mit Grundschülern, mit Gymnasiasten, die dann also Technik ausprobieren können. Also das wäre die Hardware-Komponente, die also mal 3D-Drucker benutzen können, Modelle designen können, diese selber ausdrucken oder verändern. Die aber auch Elektronik quasi vom Bauteil her bauen. Und wenn man dann mal so einen Neunklässler vor sich hat, der einen kleinen Taschenrechner, der jetzt nicht so super komplexe Formeln rechnen kann, sondern plus, minus, mal und durch, der den aber praktisch vom elektronischen Bauteil her selber gebaut hat und danach sagt, diese Erfahrung wird er nie wieder vergessen, dass er erstmalig Herr über seine Technik war. Das ist nämlich die erste Gedankenveränderung, die wir in die Jugend reinkriegen müssen. Viele Lehrer und Erwachsene denken, boah, sind die medienkompetent, nur weil sie Menü bedienen können. Aber das ist es ja dann auch meistens schon. Also nur User zu sein, der gar nicht mehr richtig steuert, was das Ding tut oder was es auch mit mir tut, das ist es ja nicht. Also Bildung muss viel weitergehen. Deswegen haben unsere Bildungsprojekte auch diesen Anspruch, dass wir viel über diese andere Art von Medienkompetenz reden. Wie kann ich denn nicht nur das Ding bauen und verändern, sondern wie tickt es denn eigentlich? Wie tickt unsere digitale Gesellschaft? Das fängt damit an, statt der dritten Fremdsprache oder der zweiten vielleicht programmieren zu lernen. Das sind so wichtige Kompetenzen, die man lernen kann. Man lernt nämlich, wie funktioniert die DNA unserer digitalen Gesellschaft. Dann stelle ich erstmal Dinge in Frage und bin nicht mehr nur als User ausgeliefert. Das sind also ganz wichtige Dinge, die in unserer Schule generell fast nirgendwo im Prinzip gar nicht passieren. Es gibt ja noch nicht mal ein Hardware-Programm. Also ab und an gibt es mal ein Smartboard an der Wand, das war es aber schon. Manche reden von iPad-Klassen. Ich halte sowas wie so einen Platinencomputer oder also so ein Arduino oder nehmen wir mal so eine Mini-Controller wie die Calliopes, die halte ich für viel sinnvoller. Die kosten nur 35 Euro. Da kann man aber interdisziplinär in verschiedenen Unterrichtseinheiten lernen, wozu Technik gut sein kann. Also die Anwendung, der Nutzen. Wir können denen aber in unseren Projekten zum Beispiel auch beibringen, wie leicht man einen Fingerabdruck sich gegenseitig klauen kann vom Smartphone. Das machen wir mit denen. Wir kopieren also deren eigene Fingerabdrücke und testen an ihrem Smartphone, dass es wunderbar funktioniert, dieser kleine Wachsabdruck, auch wenn sie selber nicht dabei sind. Das ist eine Lektion, vergessen die auch so schnell nicht wieder. Die fangen an zu überlegen, wo sie überall ihre Fingerabdrücke hinterlassen. Und dann reden wir über virtuelle Fingerabdrücke. Wir erzählen ihnen, dass man für die eindeutige Identifikation eines Fingerabdrucks 11 Datenpunkte braucht. Eine Ortszeitkombination eines Smartphones, da braucht man nur 4 und hat einen Mensch eindeutig identifiziert. Wer weiß denn das? Wir sind wahrscheinlich nicht mal hier im Raum alle. Das sind aber wichtige Dinge zu wissen. Und das müssen wir in der Tat Kindern beibringen, sonst sind sie im Grunde keine mündigen Bürgerinnen und Bürger in dieser digitalen Gesellschaft. Alles, was du gesagt hast, Anke, bezieht sich auf einen hochqualitativ wirksamen Informatikunterricht. So würde ich Informatikunterricht definieren, denn der beschäftigt sich schon auch mit den also rechtlichen, mit den technischen Zusammenhängen und auch mit den gesellschaftlichen Auswirkungen von Digitalisierung. Es geht aber natürlich um wesentlich mehr, wenn wir darüber sprechen, wie bringen wir die sogenannte digitale Bildung ins Bildungssystem, denn die soll nicht nur den Umgang mit Technik auch im gesellschaftlichen Sinne durchaus beleuchten, sondern die soll natürlich auch dazu befähigen, mit dem Umgang Zugang zum Wissen dieser Welt umzugehen und auch zum Unwissen dieser Welt umzugehen und dabei auch kritisches Denken zu lernen, das muss weiterhin auch Inhalt unserer Bildungsziele sein.
Und das bedeutet zum einen, auf der einen Seite liegt der dringend notwendige, gute und weit gefasste, in der Konzeption weit gefasste Informatikunterricht, auf der anderen Seite liegt aber der Einsatz digitaler Medien und der Umgang mit digitalen Medien, der eigene Beitrag zur Gestaltung auch unserer digitalen Welt in allen Fächern. Und der Hintergrund dazu, den hat die KMK mit ihrer Handlungsstrategie ganz gut aufgespannt, meiner Auffassung nach. Und es liegt ja auch, das liegt ja auch in der Kompetenz der Länder, dass der Bund jetzt sich sozusagen ausschließlich mit dem Ausrollen von Hardware beschäftigt ist, insofern richtig, als da eben seine Kompetenz liegen könnte, wenn wir das Kooperationsverbot überwinden in einem gemeinsamen Vertrag mit den Ländern, der eben dann auf der anderen Seite bei den Ländern auch die notwendige Umsetzung in die Bildungspläne, in die Weiterbildung, in die Ausbildung der Lehrkräfte und in vieles andere mehr beinhaltet. Und da waren wir auf einem ganz brauchbaren Weg bis zu dem Moment, wo Frau Wanka diese 5 Milliarden, die unter dem Namen Digitalpakt bekannt geworden sind, in der Bild am Sonntag verkündet hat, aber leider mit niemand anderem darüber gesprochen hatte, nicht mit dem Finanzminister, nicht mit dem Parlament, nicht mit dem Kabinett. Und infolgedessen ist dieser Digitalpakt leider nicht in der Realität angekommen. Das ist sehr, sehr traurig. Okay, vielen Dank. Wir haben noch Zeit für eine Frage. Günter Tauer, ich habe noch mal eine Frage. Mir hinterlässt die Diskussion, wie so oft, ich bin seit 10 Jahren im AI-Bereich tätig, analog dieses berühmten Filmtitels Artisten in der Zirkuskuppel ratlos. Der Begriff Effizienz fällt häufiger hier. Ich weiß nicht, was man alles unter Effizienz versteht. Wenn ich mir anschaue, dass Smart City Mobilkonzepte von hier sagen, ich kann von A nach B heute bedeutend schneller kommen, und ich sehe die Statistik aus London 1912 und stelle fest, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit sich nicht erhöht hat, dann frage ich mich, wo ist der Fortschritt geblieben? Das heißt, wir haben einen wahnsinnigen Ballast an Informationen, einen sogenannten Informations-Overkill, den wir überhaupt nicht bewältigen können. Und das Letzte ist vielleicht als Anregung oder Fragestellung, brauchen wir sowas wie eine KSZE im Bereich der digitalen Welt? Weil sonst riskieren wir das Unknown des Unknown. Das heißt, wir rutschen auf Probleme raus, die wir heute noch gar nicht in den Griff kriegen. Und wir haben zum Beispiel hier ist noch kein Schlagwort gefallen wie CRISPR, Gentechnologie. Wenn ich das beides zusammenpacke, dann entwickelt sich für mich ein Horrorszenario. China ist ein gutes Beispiel. 400 Millionen Chinesen sind DNA-mäßig erfasst. Es gibt ein sogenanntes Social Account in einem Best-Practice-Beispiel mit 90 Millionen, wo alle Daten von den Bürgern gesammelt werden, und die werden dann auch sozusagen gerankt. Sie werden promoted oder nicht promoted, oder sie können ins Knast gesteckt werden. Das, was Frau Domscheit-Berg auch so am Rande erwähnt hat. Und das Letzte ist nochmal, es gibt den Schumpeter mit seiner Disruptive Innovation, aber es gibt den Schumpeter auch, der davon gesprochen hat, dass das Endpunkt des Kapitalismus der Kommunismus ist und nicht der Kommunismus. Aber das vergessen viele leider. Wir nehmen noch eine Frage entgegen. Wenn es noch eine Frage gibt, dann lassen wir die noch zu, und bitte ich auch, dass es eine Frage bleibt und kein Co-Referat. Dann kann das auch jemand beantworten auf der Bühne. Herr Göttrich Weber, ich fand es ein bisschen lustig, dass über evidenzbasierte Politikgestaltung geredet wird, aber dann auch die Hoffnung auf die Open Government Partnership gesetzt wurden. Also die Forschung über Impact dieser Plattform hat zwar erst begonnen, aber sämtliche Studien, und zwar weltweit, die sich bisher überhaupt mit dem Impact beschäftigt und sagen hat, nicht messbar Effekte, beziehungsweise maximal marginal. Deswegen meine Frage, muss man nicht, wenn man sozusagen über staatliche Steuerung nachdenkt, nicht nur auf Daten setzen, sondern auch ein bisschen mehr auf Verstand an den anderen Stellen? Das Tolle ist ja Frage. Genau der Punkt, den ich gemacht habe. Ich habe gesagt, es geht nicht um Evidenzbasierung, sondern um Wirkungsbasierung. Und da kann ich auch anknüpfen an den Vorredner, der von Effizienz gesprochen hat. Ein schillernder Begriff. Eigentlich geht es um Wirksamkeit, und wir müssen zunächst definieren, was wir eigentlich bewirken wollen. Und das hat Politik so ein Stück weit verlernt. Es geht oft, wir lassen uns oft treiben von Trends und auch von Scheinpolitik, ja, diskutieren über Scheinthemen, anstatt über die wirklichen Probleme zu diskutieren. Und wir müssen wieder auch dahin kommen, zu definieren, was wir bewirken wollen. Und dann lassen sich Wirkungen auch am Ende messen und auch bewerten.
Ja, vielleicht noch eine kleine Anmerkung zur Evidenzbasierung. Was ist denn evident? Eigentlich nur das, was gemessen werden kann. Und wer bestimmt, was gemessen wird? Welche Dinge werden nicht erforscht beispielsweise? Diese Dinge sind dann nicht evident. Also ich nehme mal ein Beispiel aus der Physik, kosmische Strahlung. Das war also lange Zeit sehr dunkel. Es wird langsam, wird es ein bisschen klarer, was da geschieht. Aber Evidenz hängt sehr davon ab, was man will. Und meiner Meinung nach führt die Evidenzbasierung dazu, dass wir uns an unsere Vergangenheit binden. Und das halte ich für den Hauptproblem und die Hauptkritik daran. Wenn es nicht direkt ist, würde ich kurz sozusagen zusammenfassend nochmal sagen, ich fand das Bild sehr schön sozusagen eines Erhellens. Ich glaube, wir lernen gerade viel über Technologien, über Interpretierbarkeit von Daten und wir sind in einem Prozess, wo es sicher um interdisziplinäre Arbeit an diesen Fragen geht, wo wir nicht auf die eine oder andere Weisheit allein vertrauen können. Und deswegen möchte ich nochmal anknüpfen an Ihrer ratlosen Zirkustruppe. Also wir versuchen am Humboldt-Institut, aber das machen ja viele anderen auch, da wirklich Fortschritte zu machen, Technik und Gesellschaft zusammenzubringen und wurden auch kürzlich vom Nationalen E-Government-Zentrum gefördert, Forschung zu machen, wirklich nah an der Technik. Und das ist das, was wir probieren und wo wir auch wirklich noch Partner suchen, die sich wirklich an diesen Prozessen beteiligen und eben verschiedene Blicke drauf werfen wollen. Also um eben selber nicht mehr Teil oder aus ratloser Artist in der Wissenschaft zu sein, versuche ich das. Und wenn Sie Interesse haben oder sich auf die eine oder andere Form einbringen wollen und können, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mich ansprechen. Vielleicht noch ein Satz zur evidenzbasierten Politik, weil die ja offensichtlich als Utopie oder sogar als schlechte Ausgangslage für eine zukunftsorientierte Politik gesehen wird. Was ich mit evidenzbasierter Politik gemeint habe in meinem Referat, war, dass man die Verwaltung mit Hilfe von Datenanalyse ermächtigen kann, die politischen Felder so zu beschreiben, zusätzlich zu dem Fachwissen, was natürlich vorhanden ist innerhalb der jeweiligen Verwaltung, sodass sie eine politische Entscheidung, eine gute objektivierte Entscheidungsgrundlage der Politik liefern können. Dass dann darüber der politische Diskurs entsteht, das ist ja völlig zweifelsfrei. Es ist ja nicht, dass ich aus einer evidenzbasierten automatischen Algorithmus die Antwort bekomme, es ist 42. Mit evidenzbasierter Politik war gemeint, dass wir Datenanalysewerkzeuge viel besser nutzen können und sollen, um etwas mehr Objektivität in die Politik hineinzubringen. Und da gibt es gute Beispiele, wo sich das gezeigt hat, dass vor allem auch in ideologisch über überhitzten Debatten mit ein wenig Objektivierung man Lösungen gefunden hat, auch zwischen Koalitionspartnern. Und, zudem kommt es eben auf die Qualität der Frage an. Ja? Die Qualität der Antwort ist einfach abhängig von der Qualität der Frage und da sind wir gefragt, da ist so die ist Politik es. Gefragt. Ja. Also das Ziel muss von der Politik kommen, aber der Weg dorthin und was sind die Rahmenbedingungen dazu, das muss von der Verwaltung kommen. Und je besser sie gerüstet sind, desto schwieriger wird es dann auch Klientelpolitik zu machen und doch im Gesamtinteresse der Gesellschaft zu agieren. Insofern möchte ich hier an dieser Stelle sehr wohl eine Lanze für evidenzbasierte Politik brechen. Ja, ich möchte auch auf beide Fragen kurz antworten. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die OGP-Mitgliedschaft in Deutschland ein Erfolg wird. Ich möchte mich aber sehr dafür einsetzen. Und am Ende wird es von genau zwei Dingen abhängen und von denen hängt es immer ab. Ist der gute Wille da und sind die Ressourcen da? Und das kann ich im Zweifel, wenn die evidenzbasierte Forschung ergibt, das hat nichts gebracht, dann muss ich die Frage stellen, warum? Und dann ist die dahinterliegende Frage, will ich es halt wirklich? Ja? Wenn der Wille nicht da ist, sind in der Regel die Ressourcen nicht da und dann klappt es natürlich nicht. Die zweite Frage war nochmal ein ganz wichtiger Punkt mit diesem CRISPR, wenn ich gerade weiß, was es ist. Das ist diese Genschere, mit der man super easy im Prinzip im Kellerlabor, es gibt jetzt schon Schüler, die an deutschen Gymnasien das als Bioprojekt machen. Also ich kenne solche Schüler, CRISPR, die machen so ein bisschen Genschere in der Küche. Unsere Politik, die ist wirklich nicht auf der Höhe der Zeit. Das sind ein paar, die vielleicht im Ausschuss für Technologie und Forschung sind, aber da sitzen jetzt über 700 Leute und ich würde mal sagen, geschätzt 680.
wissen nicht so wirklich, was langfristig auf uns zukommt. Und ich halte sehr viele Vorträge über das Thema Zukunft und sitze in der Regel am Ende von einer Stunde Vortrag vor Leuten, denen der Kiefer runterfällt. Die dachten, ich habe die ganze Zeit über Science Fiction erzählt. Ich habe aber immer dazu gesagt, findet schon statt. Findet schon statt. China, Dubai, Russland, da werden halt Häuser gedruckt. Ja? Und in Dubai werden 2030 jedes vierte Haus, selbst Wolkenkratzer, gedruckt werden. Da wird 2030, und das sind ja nur noch 12 Jahre, wird jeder vierte Transport autonom stattfinden, und zwar zum Teil auch in der Luft, als autonomes Flugtaxi sozusagen. Ja? Das ist nicht 50 Jahre hin. Und das ist was, da sehe ich eigentlich das allergrößte Problem, dass Politik so langsam ist, die Entwicklungen aber so extrem schnell sind. Wir haben jetzt einen Durchsetzungszyklus von Technologie, von 10% der Bevölkerung nutzen es, bis zu 90% nutzen es, der nur noch 10 Jahre beträgt. Das heißt, keiner von uns weiß, was in 10 Jahren 90% der Leute benutzen. 10 Jahre. Politik denkt höchstens 4 und im Moment wahrscheinlich sogar noch ein bisschen kürzer. Ja? Das ist ein echtes Problem, und wir haben also ein Hauptproblem damit, dass wir in der Regel einen kleinen, die können auch teilweise größer sein, Stellschrauben, konkrete Dinge zu lösen versuchen, dass wir im Politikbetrieb, aber ist das wirklich Fließbandarbeit, wie ich gerade feststelle, ja? Da werden so alle 30 Minuten neue Kriegseinsätze und Anträge und was noch verhandelt. Aber für grundlegende ethische Fragen, die ganz elementar sind, was wollen wir in der Zukunft, ist gar keine Zeit. Wollen wir Sexroboter? Wenn wir sagen, wir sind total entspannt, warum nicht? Wollen wir die auch in 3-jähriger Kinderform, die weinen und nach Mama rufen? Ja, da denkt man schon anders drüber nach. Aber es denkt ja gar keiner drüber nach. Wollen wir autonome Waffensysteme? Ja, toll, dann sterben keine Menschen mehr. Okay, wollen wir, dass Drohnen überall Zivilisten erschießen? Nö, wollen wir nicht. Wir sind aber schon beteiligt als Land. Das sind alles Fragen, die müssen wir viel öfter und intensiver diskutieren. Und ich würde mir sehr wünschen, dass Politik dafür mehr Zeit hat. Ein sehr gutes Schlusswort. Dann bedanke ich mich für Ihre Fragen und für Ihre Antworten und übergebe an Reza.